Hi, ich bin Winter, ich mach's mal wieder. Hiermit heiße ich euch zum dritten Mal willkommen zur letzten Folge von Pokémon Winter The Broken Story. Ich denke, jede Folge ist die letzte. Mal gucken, ob es heute wirklich soweit ist. Die Story ist seit der letzten Folge zu Ende. Daran gibt es nichts mehr zu rütteln. Aber es bleibt noch eine Liga. Die, wie hieß es? Liga der Nodes. Ah ja. Warum kommt denn die Liga jetzt mal beenden? Es kann unmöglich ein Ende geben ohne mich. Aha. Kenne ich jetzt auch nicht wirklich nur aus, einem Stream. Als Zuschauer. Ich habe wirklich Angst, dass die Liga jetzt mal wirklich schwierig wird hier in dem Game. Weil, ich bin nicht wirklich hochgelevelt. Ich bin einfach nicht wirklich hochgelevelt. Ich habe Psychokinese auf Anton, also sollte ich auch wechseln. Aber die Musik ist gut. So, wie gesagt, ich hoffe, ich schaffe wieder heute. Oh, wird jedes Pokémon jetzt um ein Level höher von den Typen? Ich hoffe, das wird dann nicht zu krass an. Ich hoffe ja so sehr, dass als allerletztes den Kampf am besten halt, keine Ahnung, das wäre letztendlich dann vermutlich Günther. Eben mit dem Team aus meiner Story. Das wäre halt das, was ich richtig, richtig cool fände. Und ich hoffe halt, es kommt, aber jetzt werde ich wieder an der Level sein mit Glumanda. Glumanda kann halt nichts. Das ist das Problem. Pflanze ist wirklich ein guter Typ gegen mich. 18! Scheiße! Das Ding ist auf 8 und sagt ja, okay, die Liga wird mich so auseinandernehmen. Aber der Panzerschutz nützt dem Ding nichts. Das ist verdammt dumm. Ich greife speziell an. Und unendlich lang überlebt das Ding. Oh ja, der Burn! Der Burn! Smooth. Senkt sein Speed, das ist eigentlich egal. Aber Angriff und nochmal Verteidigung. Seine Verteidigung ist sau hoch, aber ich greife speziell an und hab den Burn. Noch zwei Runden und es ist weg. Und ich bezweifle, da der Burn auf den Angriff halt jetzt, dass es mit One-Shotten kann. Oh, der Absorber nervt trotzdem. Ja, aber das macht nichts. Ich denke, es wird, ja, okay, vor allem wenn jetzt noch der Burn kommt. Es wird reichen. Chelterein ist tot. Und somit hoffentlich eines der stärksten Pokémon von Titan Tickle. Keine Ahnung, wie man ihn spricht. Sorry dafür. Aber das ist ja auch erst der erste Trainer hier in der Liga. Erfahrungspunkte, yay! Wäre halt schön, wenn Glumanda nochmal ein bisschen was Gescheites lernen würde für diese Level. Es waren 641 Erfahrungspunkte. Reicht auch für Level 14. Und ich weiß, dass 13 noch nicht ist, aber davon bin ich jetzt ausgegangen. Okay, nee, absolut nicht. Anton kriegt auch ein Level. Schwalbin. Ich glaube, das könnte sein stärkstes Pokémon gewesen sein, das Chell. Immer im Ernst, wer weiß genau, wie man das Ding ausspricht? Niemand.
Dieses Stabil ist immerhin auf 17. Es könnte reichen, um meinem Shinux die Entwicklung zu geben. An, es ist ein One-Shot. Komm. Jawohl! Shinux wird sich nach dem Kampf entwickeln. Barmelin. Ich bleib mal bei Shinux. Ich habe überlegt, dass ich einfach check. Ah, sogar nur auf 11, okay. Dann war es auf jeden Fall kein Fehler, mich auszuwechseln auf Fischbeck-Chelsea-Rein auf. Wer es anders aussprechen will, macht das. Das bringt mir viel Erfahrung und ich glaube, ich sollte mal wem anders EP-Teiler geben. Aber ich hoffe, Chocobo 19 ist nicht so, kämpfe ich jetzt gegen den, oder? Erstmal die Entwicklung. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Shiggy und Glumanda sich ebenfalls entwickeln können. Wobei es bei Fragezeichen an also Shiggy nur noch ein Level wäre. Bis eben die Entwicklung stattfindet. Und da ist das Luxio. Falsch. So, dann jetzt hier nochmal healen, ein Save Gun, um zu speichern, dass ich das erste Mitglied der Liga der Nopes besiegt habe. So, als nächstes haben wir... Ich bin ein... Okay, ja, dann wohl. Das war gerade nur der Torwächter. Ich bin dein erster Gegner. Ich muss dir vorher noch erzählen. Ich bin der Ursprung der Mystery Dungeon Serie. Was? Yep, ich war aus Versehen als erster Mensch ein Pokémon. In der Radflatz wegen DNA-Fehler. Okay. Dann habe ich einen Carpador-Song geschrieben. Ah ja, und ich hasse Milch über alles. Milch ist Gift! Veganer! Eine Ratte wird von einer Katze gefressen, aber wer ist das? Was? Hä? Okay, lass uns einfach den Kampf hinter uns bringen. Ja, bitte! Dieser Spruch! Hä? Was für ein Y! Jetzt bin ich wieder bei Map 15. Ich stecke voller Geheimnisse. Ah, die Musik habe ich eigentlich erwartet, dass sie noch irgendwo kommt. Zumindest in irgendeiner Form. Sinjas Team aus Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Ist einer der besten Tracks der Hauptspiele, wie ich finde. Aber ich mag ihn zwar, aber er kommt jetzt noch nicht an die Mystery Dungeon Tracks dran. An sowas wie Dialgas falsche Finish zum Beispiel. Ich bin mal echt gespannt, ob wir mich hier in der Liga treffen werde. Ich rechne mit ganz normal Top 4 und Champ. Vor allem, diese Kämpfe sind nicht so kurz und tatsächlich auch nicht 100% einfach, um es mal so zu sagen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ich es heute noch nicht schaffe. Ja, du bist B, erste Generation, only
Der Typ ist gefühlt Game Freak itself. Keine Kritik jetzt aber, oh Gott. Okay, Silberblick. Fragezeichen, redet bisher gut. Niemand kriegt ein bisschen Erfahrung und zudem Fragezeichen auch. Okay, der Typ hat nur Kacke. Der Typ kann nichts. Da war Titel, Titel, wisst ihr, wen ich meine, war schon stärker. Außer jetzt kommt als letztes irgendwie, das ist das vierte, wenn jetzt das fünfte mich absolut übertreibt. Ja, der greift auf. Und es ist... das letzte ist mich absolut übertreibt. Junge, übertreibst doch nicht, Fragezeichen. Mann. Der ist zu krass für mich. Ich kann das Spiel leider nicht durchspielen. An dieser Stelle endet das Let's Play. Ich schaffe es nicht, gegen Bill zu gewinnen. Sein Pokémon ist viel stark für mich. Ich weiß nicht, ich habe ehrlich keine Ahnung, wie ich das jetzt gescheit bekämpfen soll, wie ich irgendwie eine Chance haben will. Oh, ich hab's gewonnen. ja. Das war's dann mal wieder komplett. Meine Frau war mal Mew. Alles klar. Das wollte ich wissen. Wieder heilen. Saven. Das ging jetzt auch schneller. Bill war nicht so stark wie... Ich hab halt keinen Bock, den Namen falsch auszusprechen. Wie der Torwächter. Ich stell mal Fragezeichen, Mann, an die 1. Lumanda kriegt seine Level durch einen EP-Teiler. Okay. An sich sind Luxio und Fragezeichen auf demselben Level. Nein! 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 Das ist nicht Spasti! Das ist nicht Spasti! Oh, ein Pikachu würde scheinen! Oder bist du? Ein sprechendes Shinix, du musst wohl selten sein, ich fang dich und dann wünsche ich mir was. Ich kann keine Wünsche abfüllen. Wieso sieht denn ein Schwalb aus wie eine Sternschnuppe? Hä? Wer es nicht kennt, die... Ich glaube, man kann diesen Kampf skippen, oder? Naja. Die YouTube-Parodie Pokémon Spasti. Die Musik passt nicht zu diesen Typen. 2! Leute, gute Musik. Pikachu 2 ist am Start. Es ist eigentlich, also ich denke, das ist halt random, hat Fragezeichen haben schon gesagt. Es ist eher so gedacht, dass das andere Pokémon, was ein normales Pikachu ist, zuerst kommt, vermute ich. Und Pikachu 2 ist eben Pikachu 2. Ich hoffe, ich bin gerade nicht komplett lost. Ich bin gerade komplett lost. Ich war mir relativ sicher, Bugizza hat auch in der Form schon Wassertyp. Oh, die Paralyse kickt. Da kickt sie die Paralyse. Okay, doch nicht. Aua, das ist schon sein Damage, das was der da auszahlt. Alter, der Sound. Jetzt Pikachu, oder? Gegen Elektro habe ich halt auch nichts im Team, blöderweise. Hoffentlich ist das so, obwohl selbst wenn es nochmal ein Bugizza ist. Ich gehe jetzt einfach auf Nummer sicher.
Chats around. Überlege, ist das noch ein Bidiza oder ein Pikachu? Ich weiß, das ist in der Parodie auch so. Aber ich hatte die nicht mehr im Kopf. Und jetzt komme ich mit dem Pflanzenpirat und der bringt den Käfer-Poison-Type. Ah, jetzt wäre Luxio halt wieder stabilo. Das Ding wird mir jetzt ein paar Probleme machen. Alter, das wollte ich nicht drücken. Das E-Ball hier, ich meine natürlich, das Pikachu hier kann mir jetzt echt ein paar Probleme machen. Ich hoffe nur nicht zu viele. Oh Gott. Aber es ist ja zum Glück, dass er hat ja zum Glück nur zwei Pokémon. Mehr würde ich auch nicht schaffen. Puh. Aber jetzt habe ich sozusagen diesen einen Free-Turn, den ich gebraucht habe für Luxio. Das Problem ist, dass ich halt seinen Angriff geboostet habe. Ich poker. Ich senk seinen Angriff. Ich poker, dass ich einmal überlebe. Oder er Energiefokus. Fuck. Das ist doch gar kein Flugtyp! 2,5 IQ! Alter, ist... Oh nein, ich hab keine anderen Highlights als Zinebären. Da war ja was. Junge! Der Typ rasiert mich! Der Typ rasiert mich! Hilfe! Der zerstört mich! Was mache ich jetzt? Okay, ruhig bleiben. Es wirkt so, als hätte er... Also erstens hat eine Psychoschwäche. Zweitens hat er offensichtlich keine Käferattacke. Oder Gift. Was heißt auch Chelcherush? Gut, so viel zu keine Käferattacke. Der Typ macht so ein Damage. Oh, das ist guter Damage, das ist guter Damage. Gute diese. Nein, er nimmt nochmal die Duo-Nadel. Das überlebt Anthony. Alter, dieser Kampf ist so krank. Dieses Pikachu ist einfach so fucking stark. Und das, obwohl es nicht mal eins ist. Die Duo-Nadel haut so viel Damage jetzt auf Chelsea rein. Ich hab Beleber aber dabei, oder? Na, das Problem ist, das Ding two-shottet eigentlich alles, was ich habe. Es ist dumm. Raserei, das war ein Crit. Das Ding hätte halt alles getwo-shottet, was ich hab. Und das heißt mit Beleber One-Shot. Alter, 1000 Erfahrung. Das hätte Glumanda sich jetzt gern gegönnt. So ist Chelcherine der Einzige. Und sogar... Ihr wusstet alle, was ich gerade sagen wollte. Sogar der kriegt ein Level ab, obwohl er schon so hoch ist. Genau! Ja. Das war das zweite Top-4-Mitglied, der mir schon so eine heftige Schelle gegeben hat. Wer ist mein nächster Gegner? Wer bist du? Du bist blau. Geht's dir gut? Mir kann's nicht besser gehen. Wer zum Geier bist du? Bist du aus Beyblade oder aus Yu-Gi-Oh? Nein, ich bin Ryoguga und ich kann mich mit Zekrom fusionieren. Dann kommst du aus Digimon Frontier? Was zum Geier ist Digimon?
Egal. Alles klar. Ich weiß nicht, wer das ist. Möge der Kampf doch, ich hoffe nicht. Nur ein Punkt. Fuck you. Was? Der Typ kommt mit dem fucking Zekrom! Oh Gott! Es ist zum Glück nur Level 10. Wäre das Ding höher gelevelt, dann wäre ich ganz raus. Dann hätte ich gar kein... Aber was hab ich denn? Elektro ist doch sowieso so zum Glück der beste Typ gegen mein Team. Und dann die Elektro-Dragon-Type-Kombination. Anton kann neutral angreifen. Aber wird sehr effektiv getroffen. Also meine Hoffnungen liegen auf jeden Fall hier auf mir. Das ist neutral. Okay, ausspielen sogar. Ja, okay. Oh, die Drachen, die das aber mies. Ach, Kacke, die macht ja 40. Ich hab immer 30 im Kopf. Aber juckt nicht. Zekrom ist raus. 25! Ich hab gedacht, ich kriege jetzt locker so 2000 Erfahrungspunkte. Reburst, wer ist das? Gerade eben hieß du noch anders. Aber ich merke, ich sollte nicht mit den Gegnern spaßen. Anton hat ein sehr stabiles Moveset, vielleicht das Beste im ganzen Team. Willst du mich verarschen? Der letzte Trainer. Der letzte Top-4-Mitglied. Ist Youngster Joey. Sehe ich das richtig? Mein Radplatz kann es nicht abwarten, mich zu vernichten. Das ist ins Finale geschafft, aber es war jemand schneller und zum Champion, um zum Champ zu kommen, muss er mich besiegen. Youngster Joey, er ist einfach am Start, die lebende Legende, der Einzige, der mich jetzt noch aufhalten kann. Absolut passende Musik. Wow! Youngster Joey ist der einzig wahre Gegner. Das stärkste Top 4-Mitglied. Der krasseste Gegner im gesamten Spiel. Mein Ernst, Joey. Wenn du ja ein Typ, der Spaß die halt stärker ist als du, warum bist du hier? Ich meine, okay, du bist eine Legende, aber Joey setzt Heuler ein. Joey setzt an. Leute, aber damit ist es jetzt an der Zeit. Der wohl letzte Kampf von Pokémon Günther. The Broken Story. Der letzte Gegner aus Fragezeichen Man's Fangame. Das letzte Hindernis, bevor dieses Spiel geschafft ist, wartet hinter dieser Tür. Wirklich? Lang nicht gesehen, Scheinus. Wer bist du? Kennst du mich gar nicht mehr? Ich bin Hansa, der Main Villain von diesem Game. Nie gehört. Ich hab Gerard getötet und bin als Geist in dieser Welt auferstanden. Und ich dachte, nach dem Digimon-Typen wird's nicht mehr. Joey war verrückter. Nun, wo ich zurück bin, werde ich viele verschiedene Mystery-Dungeon-Wegen sammeln und mich an Fragezeichen an den Chillers brechen. Dafür, dass sie mich aufgehalten haben. Nee,
Wie willst du mich aufhalten? Dein Geist, ich bin unbesiegbar. Creeper. Oh, man. Tote Prinz, hast du gerade den Mandarin aus dem Fenster geschmissen? Der hat ja selber gesagt, bin mir sicher, es ging gut. Verdammt, ich hab mir Arme und Füße gebrochen. Hansa wurde... Pokéfins? Keine Sorge, ich bin mir sicher, ein Pokémon Center kann uns heilen. Er ist doch schließlich Darkrai. Ach, oh. Hansa ist Darkrai. Gut, dass ich das langsam auch mal kapiert hab. Endlich ja, bin ich bereit, meine Rache auszuüben. Stehen bleiben. Bist du für die VR-Maschine verantwortlich? Damit kann man sich gute Fragezeichen entdecken. Ah ja, okay, wir haben so einen Tipp von einem gewissen Batman gekriegt. Los, sperren wir ihn ein. Ja, Darkrai wird nie wieder gesehen. Wo waren wir Pokéfins? Ah, ich weiß gleich, was ich besiegen, damit ich Nummer Uno werde. Und das will mal 10 Euro wieder. Du weißt schon, dass das die Liga der Notes ist, oder? Mir egal, Nummer Uno. Okay, unser letzter Gegner ist nicht, wie ich gehofft habe, Günther mit meinem Team. Nicht Hansa, sondern wieder Pokéfins, den wir bereits in Pixelmatch-Story bekämpft haben. Oh, gute Musik! Don't let your kids watch it! Doch nicht! Das ist keine gute Musik! Tragosso! Okay, los geht's! 6 Pokémon! Champion Fight gegen Pokéfins! Und diese Musik ist nicht dein Ernst! Item Number One aus Hazy Town zusammen mit The Grand in The Grand Finale aus Pokémon Mario und Luigi 3. Ja! Willst du mich flachsen, Brutalander? Ich hoffe, das ist schon dein Stärkstes. Er gesagt, ich hoffe vom Level her, das ist nicht sein Stärkstes. Wenn er ein guter Lander bei ihm das höchst gelevelt ist, bin ich im Eimer. 30. Nee, angelevelt. Diese Musik triggert mich. Aber ich bin gerade hyped. Letzter Kampf. Oh, fuck. Jetzt muss auch noch Pech haben. Das macht viel zu wenig. Nein, er hat noch Kopfnuss. Das ist nicht passiert. Ich bin jetzt nicht zweimal geflinched. Ich bin nicht zweimal geflinched. Fuck. Das war so unlucky. Und jetzt kommt der Silberblick. Autsch! Oh, der Crit! Wenn du jetzt nochmal crittest. Danke. Gut. Brutalander ist raus, aber auch Luxio. Okay, ich hab noch Beleber. Lumanda kriegt noch wichtige Level. Drachenwild! Oh, das ist so gut! Das ist gerade richtig gut. Das ist gerade saugut.
gehört. Einfach nur Red. Als ob ich ihm genauso viel Leben abziehe wie er. Also, ich nehme genauso viel Leben von ihm, wie er mir Schaden macht mit dem Angriff. Deswegen habe ich nichts gebracht. Total Red. Wieder in den grünen Bereich geheilt. Oh, Zwirpins ist sowas von sein Stärkstes. Zwirpins ist sowas von sein... Ich meine, das ist ja Pokéfins Signature. Aber ich hab Biss! Ich hab Biss! Es ist so gut! Es ist so gut! Easy! What the fuck, das Ding hatte doch noch nie so einen Ruf, oder? Ich wusste nicht, dachte ich, wir sind im Pokémon Winter, also dachte ich, es hat geklopft. Wie jedes Mal. Shellshrine kriegt noch Points. Das Ding carried mich so hart durch diesen Kampf. Was ist das? Malzi? Das ist ein... Ah, Mega Audino, Mega Ohrdorf. Mega Ohrdorf. Was bringt die rechte Hand? Don't let your kids watch it! Diese Musik. Ich hasse verliebt sein. Der Gegner verfehlt. Ich auch. Jedes Mal. Du musst mal treffen. Danke. Doch nicht. Danke. Das Ding hat nur eine Angriffsattacke, die Plexie. Und die benutzt es nicht so gerne. Wie lange soll das noch wirken? Oh, das ist stark. Noch einer. Noch ein Hit. Das Ding kann nichts tun. Ich habe keine Ahnung, wie viele Pokémons noch sind. Hab nicht mitgezählt. Ich glaube, das ist das... Ist das das vierte oder das fünfte von sechs? Greif an. Es ist so unnötig. Das Ding wehrt sich nicht mal. Das Ding wehrt sich nicht mal. Okay, jetzt wieder. Okay, wehren kann man das nicht nennen. Ein Crit, wow. Jetzt trifft. Jawohl. Don't let your kids watch it. Ist das wieder Majora? Auf Deutsch Nebulak? Ich geh auf meinen Turn. Da ist es. Fünfzehn Damage. Weitaus über 15 Damage. War's das? Habe ich gewonnen? Habe ich gewonnen? Ich hab gewonnen. Nein, die 10 Euro. Pokéfinst ist besiegt.
Und Glumanda entwickelt sich. Ihr werdet übrigens ans Ende dieser Folge, das sieht gerade fucking nach sehr viel aus, nochmal von Chillast die letzte Rückblende drangeschnitten sehen. Weil der Fragezeichen-Man noch bei sich die mache, weil die hat bei Pixelmatch anscheinend nicht funktioniert, damit man die überhaupt sehen kann irgendwann mal. Ich werde nur niemals 10 Euro wieder kriegen, da bin ich mir nicht sicher. Wie wir so aus der Gameboy-Dimension entkommen, nachdem ich alle Dimensionen zerstört habe. Mit Pixelmatch und jetzt nimm deine 10 Euro. Ich will nicht schon wieder sehen, wie du das Universum zerstörst, nur wegen 10 Euro. Außerdem will ich nicht wieder in die Gameboy-Dimension, da gibt's keine gute Musik und Schaukelpferde. Ich hab meine 10 Euro zurück! Ich muss sofort aufschreiben! Das war ziemlich rücksichtsvoll, nach ganzen 5 Jahren. Hey, ich hab meine Schaukelpferde, mehr brauch ich nicht. Ich hoffe mal, diese Tür bringt mich nach Hause, ich hab genug für heute. Mich mit allen hier rumzuschlagen. Oh, ja. Endlich zurück, doch was ist auf einmal hier los? Fragezeichen, Man, beziehungsweise Mike, es also war, dass du alles erfunden hast von Anfang an. Jetzt greift er nochmal die Idee von Günthers Story auf, dass Günther die Geschichte nur geschrieben hat. Aber jetzt kommt, dass Fragezeichen, Man dieses Spiel programmiert hat. Sehe ich das richtig? Was? Mike, stimmt das? Das ist eine interessante Wendung gerade. Ich bin gerade echt froh, dass alle auf Urlaub sind. Das ist so peinlich. Wisst ihr was, Shinels? Muss mich und Günther in einem Kampf besiegen. Wenn er es schafft, erzähl ich euch wirklich alles. Fortsetzung folgt. Wir sind so nah am Ende. Bitte hör endlich auf damit. Okay, wie oft? Was tut? Will das Ende hören? Das heißt... Ich wollte mit der scheiß Statue sprechen. Ich nehme den Rest an einem anderen Tag auf und schneid's dran. Ich muss jetzt ja nochmal gegen Pixelmatch kämpfen. Kacke.